Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um die eine Sache. Um die eine Sache, die entscheidet, ob ihr wirklich eine tiefe Verbindung haben könnt in eurer Partnerschaft oder ob ihr weiterhin dieses Gefühl behalten werdet, unerfüllt zu sein. Wir sind distanziert. Wenn du wissen willst, wie du diese tiefe Verbindung in deiner Partnerschaft herbeiführen kannst, wie du quasi Selbstkontrolle darüber erlangen kannst, das hinzukriegen, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen wie immer auf diesem Beziehungskanal. Wenn du schon mal mit dabei bist, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich bin dir sehr dankbar für deine Zeit und für dein Vertrauen. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen. Du kannst den Kanal abonnieren und das Glöckchen anmachen, wenn dich folgende Sachen interessieren. Und zwar glückliche und erfüllte Partnerschaft, auch wenn du viel beschäftigt bist. Darum geht es in diesem Kanal, Karriere und Familie oder Karriere und Beziehung unter einen Hut zu bringen und uns selbst zu beweisen, glückliche Partnerschaften sind keine Raketenwissenschaften, die sind lernbar. Wenn du das willst, abonniere den Kanal, du bekommst dreimal pro Woche ein neues Video von mir. Und jetzt springen wir direkt ins Thema des heutigen Videos. Und zwar die eine Sache, die wirklich Verbindung schafft zwischen euch beiden. So, lass uns mal kurz, bevor wir da reingehen, angucken, wie verläuft eine typische Beziehung. Eine typische Beziehung verläuft wie folgt. Wir verlieben uns, wir kommen zusammen, rosarote Brille, alles ist toll. Ich denke mir, oh mein Gott, mein Partner ist perfekt, der passt, der oder die passt perfekt zu mir. Und wir sind, bildhaft gesprochen, ein Knäuel. Wir sind uns ganz nah und alles ist wundervoll und ich kann gar nicht ohne ihn, kann gar nicht ohne sie. Und diese Anfangsphase dauert 6 Monate, 4 Monate, 12 Monate, 16 Monate, wie auch immer. Ja? Und irgendwann merken wir, oh, mein Partner ist ja doch gar nicht genau wie ich, sondern wir unterscheiden uns ja doch. Wir unterscheiden uns manchmal in unseren Bedürfnissen, in unseren Ansichten, in unseren Meinungen, in das, was wir uns wünschen, unsere Vorstellung, ja. Und dann kann es sein, dass ich bei meinem Partner oder andersrum, mein Partner bei mir irgendwas auslöst, was ich nicht so cool finde. Und ich bin dann vielleicht wütend oder traurig oder sauer. Und was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Entweder ich drücke mich aus und ich sage, was in mir vorgeht. Und dann kann es vielleicht zum Konflikt kommen, zum ersten, der erste Streit. Ja? Oder ich halte die Klappe. Oder ich mache den Mund auf und merke dann, das ist mir zu viel Reibung. Oh mein Gott, ich will wieder das Knäuel. Ich spreche es an und dann merke ich, das ist zu unangenehm. Dann gehe ich doch lieber in mein sicheres Knäuel zurück. Ja? Und das ist das. Ich habe mal ein Video gemacht, das nennt sich das Wichtigste in einer Partnerschaft oder was ist das Wichtigste in einer Beziehung? Das verlinken wir euch mal hier oben. Da geht es nämlich genau um diese Fähigkeit. Wenn wir in einer Beziehung sind, am Anfang sind wir halt ein totales Knäuel. Wir lieben uns so dolle und alles ist toll. Und irgendwann merken wir, ne, in diesem Ding sind eigentlich zwei Menschen drin. Das sieht man bloß nicht. Dann irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, ach guck mal, da sind doch zwei Menschen und diesen Zustand brauchen wir auch. Aber wenn wir dann wirklich mal unterschiedlicher Meinung sind, dann merken wir, da ist ein Abstand, eine Distanz. Dieser Konflikt oder diese Meinungsverschiedenheit bringt uns in Distanz und das hier müssen wir aushalten können. Und viele Menschen können das nicht aushalten und machen dann quasi den Fehler, den ich in dem anderen Video bespreche. So. Und dann halten sie im Zweifel die Klappe. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sind, oder du bist ganz ehrlich zu dir, genauso wie ich ehrlich zu mir bin, dann gibt es Momente, wo uns irgendwas auffällt und das stört uns. Und aber wir sagen es nicht. Wir schlucken das runter. Wir fressen das in uns rein oder wir machen das mit uns aus. Unser Schatz kommt irgendwie immer zu spät oder ist immer ganz viel weg. Oder unser Schatz sagt in bestimmten Situationen immer irgendwelche Dinge, die uns treffen. Und wir machen das mit uns aus. Oder vielleicht haben wir es auch schon dreimal angesprochen und es hat sich nichts verändert. Und dann fangen wir an, die Klappe zu halten. Was machen wir dann? Jetzt habe ich mich gerade wieder hingesetzt, jetzt muss ich nochmal mit euch losgehen. Was machen wir dann, wenn wir die Klappe halten, wenn wir unsere Emotionen mit uns ausmachen? Dann machen wir Folgendes. Und zwar, wir machen den Abstand größer. Und umso länger wir das machen, desto
tiefer machen wir auch noch den Graben zwischen uns. Ja? Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Hauptgedanken des Videos. Der einzige Weg, wie du auf lange Sicht also Glück und Erfüllung in der Partnerschaft haben kannst, eine wirkliche Verbindung, eine emotionale Verbindung mit deinem Partner haben kannst, der dann nicht in diesem Graben endet, ist regelmäßige, extrem ehrliche Herzensgespräche. Das ist Kommunikation, wo es nicht darum, ne, wir greifen uns nicht an, wir meckern uns nicht an. Das können viele Leute, die können meckern, die können sich beschweren, du machst das nie, du machst das nie oder du machst das immer, du machst das immer. Ja? Aber richtig ehrliche Herzensgespräche, wo wir über das sprechen, was ich fühle im Moment. Denn selbst wenn wir keine Konflikte haben, was passiert in den meisten Partnerschaften? Wir sind so in unserem Hamsterrad gefangen, auf Arbeit oder mein Business läuft so, ich muss die ganze Zeit das machen und das noch organisieren und das noch organisieren. Dann haben wir vielleicht Kinder, dann müssen wir noch darüber reden, wann kommt er zu Oma und Opa, wann machst du das und wie machst du das, wer holt ihn ab? Und wir sind die ganze Zeit auf rationaler, logistischer Ebene miteinander und wir hören auf, miteinander auf emotionaler Ebene zu reden. Wir hören auf, wir fragen uns zwar, wie war dein Tag? Aber wenn wir fragen, wie war dein Tag, dann landen wir meistens trotzdem auf der Was-ist-passiert-Ebene. Und wir hören auf, darüber zu reden mit Was-passiert-in-mir-Ebene. Was bewegt mich? Wie fühle ich mich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass das mein Job ist, mit Menschen über Emotionen zu reden, Beziehungskonflikte zu lösen oder ganz viele verschiedene Beziehungsthemen zu lösen, ist mir aufgefallen, es ist meine Aufgabe, gedanklich bei meinem Kunden zu sein und zu gucken, was geht da vor, wo steht er sich selbst im Weg. Und da habe ich gemerkt, auch ich muss aufpassen, dass ich bei meinem Gefühl bleibe, dass ich mich daran zurückerinnere, auch aktiv zu fühlen, weil die meisten Menschen sind im Kopf. Ja, besonders wenn wir Karrieremenschen sind. Und besonders, wenn wir Kinder betreuen, weil wir müssen die ganze Zeit, haben wir quasi die Verantwortung und müssen organisieren und unsere Kinder beschützen und unsere Kinder versorgen und so weiter und so fort. Ja, wir sind die ganze Zeit im Logistik-Mode. So, das heißt, was heißt das jetzt? Was heißt jetzt der Weg hin zu einem echten emotionalen Herzensgespräch? Der einzige Weg, wie wir Verbindung schaffen können, ist, wenn wir uns gegenseitig erstmal herausfinden, aber auch dementsprechend uns gegenseitig öffnen, was fühle ich? Weil sobald Dinge ausgesprochen werden, egal ob sie positiv oder negativ sind, haben wir das Gefühl, wir sind uns wieder nah. Ja? Das ist der Grund, warum wir manchmal, wir fühlen uns wochenlang irgendwie distanziert von unserem Partner und dann knallt's und dann sind wir mal wirklich wieder ehrlich. Wirklich wieder voll ehrlich. Und dann ist das ganz schlimm und das ist emotional auffühlend, aber irgendwie fühlen wir uns danach wieder noch mehr verbunden mit unserem Partner, als das vorher wochenlang der Fall war. Es liegt daran, weil dann endlich mal wieder die Dinge ausgesprochen werden. Und Christian Bischoff hat mal einen Satz gesagt, der passt dazu sehr gut. Und zwar, wie war denn der Satz noch ungefähr? Der hat gesagt, wenn du noch nicht 100% Glück und Erfüllung in deiner Partnerschaft hast, dann ist irgendwas noch unausgesprochen. Das ist ein super spannender Gedanke. Den kann man jetzt mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, das ist immer so ein schönes Beispiel, du weißt, deine Partnerin will Kinder oder du weißt, deine Partnerin will keine Kinder, was auch immer das ist. Und du weißt innerlich, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Aber ich habe es mir noch nicht getraut zu sagen. Oder ich habe immer so ein bisschen drumherum geschweift. Das sind die Dinge, die ehrlich ausgesprochen werden müssen. Und das machen wir nicht, weil wir häufig Angst haben, was ist, wenn es dann kaputt geht. Aber solange bestimmte Dinge nicht ausgesprochen sind, steht irgendwas zwischen uns. Und stell dir mal vor, du sprichst das aus und ihr findet dann eine Lösung. Auf einmal seid ihr euch näher, als ihr euch jemals wart. Oder du merkst jetzt in deinem Moment, du bist total gelangweilt in der Partnerschaft. Und du denkst es die ganze Zeit, du fühlst es die ganze Zeit, aber du kommunizierst es nicht. Du wirst innerlich, schaltest du ab oder du wirst sauer auf den Partner, warum macht er nicht mal was Interessantes mit mir?
und du distanzierst dich. Stell dir mal vor, ihr hättet so eine Basis, so eine Basis in der Partnerschaft, dass ihr euch hinsetzt und einfach frei darüber reden könnt. Ey, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade echt gelangweilt in unserer Partnerschaft. Und stell dir mal vor, du könntest dieses Gespräch führen und dein Partner sagt, ach, interessant, das ist ja blöd. Wie können wir das verändern? Wo kommt denn das her? Dann habt ihr eine Partnerschaft. Dann seid ihr ein krasses Team. Ja? Wenn dir das so geht und du kannst dein Inneres aussprechen, auch das, was mal negativ ist, und du fühlst dich gehört und ihr arbeitet als Team daran, du wirst dich nie dichter und besser fühlen mit deinem Partner als in diesen Momenten. Ja? Das gilt natürlich auch für positive Sachen. Ganz häufig teilen wir positive Events, aber wir teilen gar nicht mehr so positive Gefühle. Aber wenn du dann in dem Gespräch mal wirklich da sitzt und du sagst, ey, ganz ehrlich, ich habe mich da so dankbar gefühlt, das war so schön. Oder diese Liebe oder was auch immer, du bleibst mal auf der Gefühlsebene und vor allem auf der Gefühlsebene bei dir. Na? Immer von dir reden. Ich fühle mich so, mir geht es so, ich habe empfunden und so weiter und so fort. Dann kann der andere emotional teilhaben. Und wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Das kann in der Praxis aussehen, wie es will letztendlich. Ich sage ja immer, es gibt kein richtig oder falsch. Aber es könnte zum Beispiel sein, jetzt mal, das ist wirklich nur ein Brainstorming. Ihr könntet euch einmal pro Woche abends zusammen in die Badewanne setzen. Wunderschön angenehm von mir aus, also macht ihr da Kerzen an oder auch nicht, ist völlig egal, ja. Aber ihr habt Ruhe, ihr seid für euch, da sind jetzt keine Kinder oder andere Leute, die was von euch wollen. Ihr könnt einfach in Ruhe beieinander sein und ihr könnt reden. Einmal die Woche. Clara und ich machen das gerne. Wir legen uns ins Bett und wir machen einer mit dem Kopf nach da, der andere mit dem Kopf nach da und wir können uns angucken. Und dann haben wir im Zweifel auch noch eine Sünde. Der Bettdecke ist voll entspannt, voll kuschelig. Und dann kann ich im Zweifel aber auch noch meine Hand auf ihr Bein legen. Also wir können trotzdem in Kontakt stehen. Und dann können wir einfach reden. Und der andere kann mal zuhören. Und Clara hat das auch gesagt mal, das war richtig schön. Sie meinte, ah, ich mache die ganze Zeit Job und ich kümmere mich ums Kind und das und das und das. Und ich habe das Gefühl, es geht nie nur um mich. Und dann hat sie quasi in dem Satz, also während sie das gesagt hat, dann danach, drei Sätze danach oder ein Satz oder zwei Sätze danach, hat sie gesagt, außer jetzt gerade, jetzt geht es gerade nur um mich. Das ist voll, nee, ich genieße das gerade, hat sie gesagt. Ja, wie geil ist das denn? Also nur weil wir dieses Gespräch geführt haben und weil sie sich mal ausdrücken konnte, hat sie sich gesehen gefühlt, gehört gefühlt und sich so gefühlt, als ginge es mal nur um sie. Ja, weil das brauchen wir auch mal. Also das ist die eine Sache, wie du eine wirkliche Verbindung in deiner Partnerschaft herstellen kannst. Führt emotionale Gespräche miteinander, sprecht Dinge aus, die euch wichtig sind, auch wenn in dir jetzt Scham hochkommt, zum Beispiel du hast sexuelle Wünsche oder was weiß ich, die unausgesprochen sind, oder in dir kommt Angst hoch, was ist, wenn ich das sage und das wird zum Problem? Das ist alles verständlich, aber das sind wahrscheinlich die Themen, die euer größtes Entwicklungspotenzial bergen. Ja, das sind die Themen, die wirklich die den Hebel haben, euch richtig nah zusammenzubringen. Und wie gesagt, die These ist, solange ihr unausgesprochene Themen habt, werdet ihr es nicht zu vollkommener Erfüllung und zu vollkommenem Glück in der Partnerschaft schaffen. Wenn ihr möglichst viele Dinge immer mehr dahin kommt, dass alles ausgesprochen ist, ihr kennt euch und ihr gebt euch wirklich die Chance, euch kennenzulernen, dann könnt ihr wirklich ein Team werden. Meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch was gegeben. Wenn ja, gerne Daumen hoch. Haut mir ins Video, was ihr darüber denkt. Wenn ihr Videowünsche habt, haut mir das auch gerne in die Kommentare. Wenn das jemand anderes hören muss, teilt das mit dem WhatsApp, Facebook. Und ansonsten, wenn du dich von mir coachen lassen willst, wie immer, guck mal unten in die Box. Dort findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, das du ausmachen kannst. Vielen Dank. Wie immer, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.